Wir sind gelaufen für den guten Zweck. Unser Lauf wurde nicht nur direkt von den Läufern unterstützt, sondern von zahlreichen, und zwar wirklich vielen Menschen, die direkt Geld überwiesen, bei uns im Laden gespendet oder tatsächlich jetzt auch hier zum Lauf einfach vorbeigebracht haben, weil sie eben uns und diese Stiftung unterstützen wollten. Von den angemeldeten Teilnehmern waren auch alle da und das waren dann schon um die 100. Ja. Hey! Eines der schönsten Sätze, die wir jetzt in dieser ganzen Vorbereitungszeit gehört haben, war Jessie und Julie, man hört euch. Ja. Man hört und man sieht euch. Ja. Ja. Das ist dein Part. Ein ganz besonderer Dank geht an alle, die uns unterstützt haben und vor allen Dingen, die uns komplett von selbst und von sich aus unterstützt haben. Das ist einmal die Firma Getränke Pol hier aus dem Umland, die uns ihren Kühlwagen und Getränke zur Verfügung gestellt haben. Unser Geschäftspartner von Aslans Lebensmittel, der Großhändler Utz aus Ochsenhausen. Vielen Dank auch an den Herrn Utz, der uns mit seinem Lauf unterstützt hat, der extra die 10 Kilometer mit uns gelaufen ist. Ein weiterer Dank geht an die Metzgerei Buchmann und an die Metzgerei Waldburger Schinken. Vielen Dank für euer Feschbar. Ebenfalls ein Dankeschön an das DRK-Team aus Weingarten, die uns absolut selbstlos unterstützt haben und eben für unser Wohl hier vor Ort gesorgt haben. Genau. Ja, natürlich danken wir auch allen Mithelfern, die uns beim Aufbau unterstützt haben, sowie beim Abbau oder auch eben bei der Registrierung, gerade mit dem 3G-Konzept, was nicht immer ganz einfach ist. Und natürlich gibt es ein riesengroßes Dankeschön an alle Teilnehmer und Direktspender, die uns so tatkräftig unterstützt haben, mitgemacht haben, auch bei so einem schlechten Wetter. Und ja, wir sind einfach dankbar und ja, kann es gar nicht fassen. Nee, eigentlich. Auch ein Dankeschön an unser Team von Aslans Lebensmittel, die über die kompletten 8 Wochen Planungszeit ihr gesamtes Trinkgeld an die Stiftung weitergeleitet haben. Das heißt auch da danke an unser Team.